Da ist er wieder, der rote Sessel. Das heißt, ich bin zurück im Stratosphäre. Und ja, wettermäßig, das gefällt mir nicht ganz so gut, ne? Schaut mal raus. Aber es warm draußen. Gut warm. So, jetzt zeigt euch Perle Bierkühlung für Idioten. Ja, hier läuft ja alles über Eismaschinen. Zack, Ausgusszimmer. Und zack. So, jetzt haben wir hier unser Eis. Hol ich mal die Getränke. Okay, warm. 1, 2, 3. Machen wir mal so. Zeigt euch hier wieder spannende Sachen, ne? Ja. Bisschen Eis dran und drauf. Ich muss jetzt nochmal einen zweiten Pott holen. So, das soll so reichen, ne? Seht ihr? Jetzt will ich nochmal einen zweiten Pott holen, aber ich kann Lust zu, das ist eine Weltreise. Bis zur Eismaschine. Ja, nun gehe ich hier wieder in meinen Opa-Stuhl. Mein Fuß. Guck mal meinen Zeh an. Wie schön ich den bewegen kann. Aber tut schon wieder ein bisschen weh. Ich werde mal wieder eine Tablette einwerfen. Aber geht heute schon deutlich besser. Dafür macht mir meine Hacke. Ich zeige lieber nicht. Meine Hacke ein bisschen Sorgen. Der Riss ist größer geworden, der Grand Canyon. Davon wieder geblutet. Aus dem Riss raus. Ja, das fühlt sich an, als wenn das bis zum Knochen runtergeht. Ne? Also Leute, denkt dran. Immer Hacke schön eincremen. Deswegen habe ich auch schon Creme hier, aber das bringt nichts. Die brennen nur wie Pest, ne? Ja, ist eigentlich auch völlig falsch, ne? Hier so Bodylotion-mäßig, ne? Aber Hauptsache irgendwas, dass da Feuchtigkeit reinkommt, dass das ein bisschen... Ja, ihr wisst ja, Fußpflege mit Perle. Das kann nur in die Hose gehen. Ja, jetzt will ich gleich hier meine Datenrettung starten. Hier, in meinem Datenrettungscenter. Hier ist mein Datenrettungscenter. Da bin ich mal gespannt, ob ich die Bilder restauriert bekomme. Sollte ich das schaffen, melde ich mich. Und sollte ich das nicht schaffen, melde ich mich auch. Ja, ihr habt das so gewollt. Ihr habt gesagt, ihr wollt noch mehr Urlaubsvideos. Kriegt ihr. Richtig spannend sind die ja nicht, ne? Ja, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Irgendwann geht mir nachher auch der Platz aus der Festplatte. Ich videorisiere hier wieder wie ein Irrer, ne? Und bin ja noch nicht mal richtig los, ne? Tschüss. Hallo. Hier bin ich wieder in meinem HiQ. Ja, nun steht meine Datenrettung an. Ihr seht, da passiert was. Und ihr seht, ich habe jetzt den PC-Inspektor Smart Recovery gerade laufen. Und ihr seht, er ist bei 4%. Und das Ding läuft schon ewig. Hat aber schon 52 Bilder gefunden und gesichert. Ich zeige euch das mal. Datenrettung. Habe ich im Ordner Datenrettung hier. Guck mal hier, Freunde. Meine Bilder, die sind wieder da. Ja gut, okay. Da sind natürlich ein paar Sachen dabei, die eher unwichtig sind. Da bin ich noch in die Pampa gefahren und da habe ich jetzt ein paar Fotos gemacht. Ja, das ist ja übrigens hier Old Town Saloon. Das ist, wo der Typ, der mir einen Baseballer hinter mir geschmissen hat. Hier Old Town Saloon. Ich habe mich wieder getraut. Ja, also, ich lasse ihn noch schön arbeiten hier. Der ist bestimmt noch die ganze Nacht beschäftigt. Also bis morgen früh ist er gar nicht fertig. Wenn der jetzt erst, guck mal hier, wie viel der hat. Also er hat 52 Bilder gefunden. Ich habe da jetzt nur JPEG-Dateien. Ich kann hier aber auch noch auswählen, gut, jetzt läuft er jetzt. Jetzt kann ich gar nichts auswählen. Kann ich auch noch auswählen, dass er mir die RAW-Daten suchen soll. Ich habe die auch in RAW fotografiert. Aber das mache ich nicht. Ich will nur die JPEG-Daten, Bilder haben.
Und naja, jetzt hat er gerade von 62 Millionen, wo bin ich jetzt? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken hier, bei 2 Millionen. Ja, halt 4%, ne? Intensivsuche, der geht jetzt sektorweise vor. Und es funktioniert. Das ist schon mal gut. Jetzt lasse ich ihn tüdeln und da klemme ich jetzt gleich das Netzteil ran und dann lasse ich ihn die ganze Nacht wieder nicht pennen. Das Notebook macht ja keinen Krach irgendwie lüftertechnisch. Lasse ich ihn die ganze Nacht rechnen und gucken, was er da an Bildern sichern kann. Das müssten um die 200 Fotos sein oder 250 Fotos. 50 hat er schon, das ist ja ziemlich am Anfang der Speicherkarte liegen die Bilder. Und ja, also es funktioniert. Das ist schon mal gut. Dann bin ich schon wieder ganz happy. Dann war der Aufstand nicht umsonst. Vor allem auch meine Nachtfotos von Lost Lynn, dass die nicht wegkommen. Ne? Ja, meine treue Kamera. Dann kann ich die auch wieder einsetzen und die demolierte Karte neu formatieren. Und fertig machen. So, dann dampfe ich nochmal. Ich könnte euch auch Downtown zeigen, ne? Downtown ist Downtown, ne? Ja, seht ihr nichts. Spiegelt sich alles. Ich habe heute auch keinen Bock mehr. Das ist jetzt Viertel nach 10. Ich hoffe, noch mal zocken. Lief nicht so sonderlich gut und dann höre ich auch auf. Ja, mein Fuß. Um wieder auf das leidige Thema zu kommen. Das ist ja der Gesunde hier. Und das ist mein Kranker. Und ihr seht, ich kann die Zehen wieder bewegen. So konnte ich die Zehen noch gar nicht bewegen. Also fußtechnisch, der ist auch nicht sonderlich geschwollen, nur ein bisschen geschwollen. Fußtechnisch alles gut. Dank meiner ganzen Pillen. Guck mal, hier habe ich mein ganzes Liquid noch drin. Mein Pinkspot Weber, was ich heute gekauft habe, und von dem anderen Magger. Vegas Vapes. Mein Peach. Muss ich nachher nochmal aufmunitionieren. Hier, da will ich wahrscheinlich nachher das Peach mal reinhauen. Alles gut. Oh, ja, mein PC, da muss ich hin. Mein PC-Rettungshauptquartier hier in der Ecke. Und ja, und ich werde mir gleich die Zähne putzen. Wird mir noch ein Bier reinorgeln. Und die Klimaanlage, das arschkalt hier, die habe ich jetzt aus. Die ist jetzt bei 85 Grad Fahrenheit. Und also irgendwas stimmt auch mit der Klimaanlage nicht. Da muss wohl mal Wartung gemacht werden. Ja, vorhin wieder klopf, klopf, klopf. Wer war da? Den kannte ich doch. Mein Hausmeister-Spezialist. Da sagt er, ihr Herd-Dreier funktioniert nicht. Da sage ich, wie, mein Herd-Dreier funktioniert nicht. Da sage ich, doch, der funktioniert, glaube ich. Da sage ich, aber. Da sagt er, ja, Sie haben angerufen, weil Ihr Föhn nicht funktioniert. Da sage ich, nein, habe ich nicht. Dann sagt er, oh, da haben die mir wohl die falsche Zimmernummer gegeben. Stand der Kerl, der gestern hier war, wegen dem Safe. Wegen der Geschichte hier. Jetzt kann man es auch ein bisschen besser sehen, ne? Genau. Wegen der Geschichte. Stand der Macker da schon wieder vor der Tür. Da musste grinsen, ne? Sag ich, nee, nee, bei mir ist alles in Ordnung. So, dann dampfe ich nochmal. Meine Akkulaterne sagt grün. Ich habe das Ding den ganzen Tag wie ein Wilder benutzt. Moment mal. Und ich muss wirklich sagen, der Akkuträger besser als erwartet. Also der hält richtig den ganzen Tag durch. Ich habe den noch nicht ge ich habe es noch nicht geschafft, den auf Rot zu kriegen und ich dampfe das Ding echt viel. Also super, super Ding. Ja, aus Deutschland, von Fastech hatte ich auch noch eine Lieferung offen. Eine einzige Lieferung war noch offen mit meinen USB-Dampfgeräten, die regelbar sind. Die sind gekommen. Ich habe da mit Deutschland telefoniert. Die sind eingetrudelt. Ich dachte, oh, muss bestimmt zum Zoll oder hat der Zoll sich geschnappt, weil die hingen 3 Wochen irgendwie in Frankfurt rum. Aber die sind da.
Also zumindest eine China-Sendung ist da. Und da ich nur noch eine einzige China-Sendung offen hatte, tja, ist es jetzt gekommen. Hier habe ich jetzt auch noch zusätzlich WLAN. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich habe das jetzt mal aktiviert. Ja, mal schauen. Ich gebe mal einen Google. Google. Und ihr seht Google. Google. Also WLAN. WLAN funktioniert auch. Ich habe schon E-Mails gecheckt. Forum, in meinem Dampfforum habe ich auch ein bisschen geguckt und nochmal kurz Rückmeldung gegeben, dass ich heute bei Pinkspot Webers war. Was ich persönlich da nicht so toll fand. Ich meine, schon professionell aufgezogen, aber viel zu teuer. Ne? Dafür so eine Flasche $10 zu nehmen, das finde ich schon ganz schön hart. Ne? Also ich habe es mal ausnahmsweise gemacht, weil das passt mir ganz gut in Kram, dass ich meine Liquids hier noch so ein bisschen aufpeppen kann. Dann habe ich noch mehr Flexibilität beim Dampfen. Ne? So. Ja, aber nichtsdestotrotz will ich gleich mal meinen leeren Verdampfer mit dem Peach noch mal beschicken. So, jetzt höre ich aber auf zu labern. Jetzt putze ich mir auch meine Zähnchen. Ja, es ist 10:30, ne? Guck mal. Und dann gehe ich in mein Bettli. Hau mich das mal hin. Weil die letzte Nacht habe ich auch nicht unbedingt super geschlafen. Da war ich auch schon wieder um 2 Uhr hier humpelnderweise. Also ich kann mich schon wieder bewegen. Und vor allem das Geile ist eben, meine... Guck mal. Ich kann mein Zeh wieder bewegen. Was ein Glück. Oder die Zehen an sich. Und die Schwellung hat auch abgebaut und alles gut jetzt hier. Guck mal. War gar nicht die letzten Tage drin. Da dachte ich, ich weiß das noch, 2010 bin ich 4 Wochen rumgehumpelt. Aber das habe ich jetzt im Griff. Also das habe ich heute Morgen schon gemerkt. Und gestern eigentlich auch schon, dass es langsam besser wird. Aber jetzt wird es rapide besser. Also jetzt bin ich auch bald voll einsatzfähig. Und kann ich denn meine Botten auch wieder belassen, dass ich ungestört, ein bisschen rumpel tue ich noch, weil meine Hacke ja kaputt ist. Aber nun kann ich ungestört wieder Meilen machen. Und hier, morgen mache ich, glaube ich, mal so eine nächtliche Strip-Tour. Ich weiß das noch nicht, warte mal, lass mal überlegen. Morgen ist Dienstag. Habe ich noch Mittwoch, Donnerstag. Ja, oder ich mache morgen dann nochmal Fuß schon ein bisschen und dann gebe ich Gas. Irgendwie so, muss ich mal schauen. Ich will auch nochmal ans Mandala Bay. Ich will mir vielleicht mache ich es auch online, das könnte ich eigentlich auch online machen. Nee, online kann ich es nicht machen. Ich habe es ja schon in Deutschland probiert. Für Michael Jackson, für Cirque du Soleil Michael Jackson, Michael Jackson One will ich mir noch Tickets organisieren. Und mal gucken, ne, wie ich das irgendwie hinkriege. Mal schauen. Ich war auch schon überlegen, vielleicht mal zu Ticks for Less, heißt das so, Ticks, also Tickets for wenig, nee, oder Ticks for Tonight, so heißen die. Ticks for Tonight, dass ich mir da fummel das irgendwie, dass ich da mal aufschlag und vielleicht mal versuche für fummel das, mir ein Ticket für den Abend zu organisieren, für die Michael Jackson Show. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, weil die Michael Jackson Show ziemlich gut besucht ist. Deswegen gibt es auch keine Rabatte. Ja, aber nichts interessiert euch weniger als so ein Unsinn. Ja, meine Milchschokolade hier, meine Marabou. Eine Tafel habe ich ja, Lorna hieß die. Im letzten Video sagte ich, habe ich den Namen nicht. Habe ich den Namen vergessen irgendwie, hatte ich einen Blackout. Lorna. So. Und Lorna habe ich heute Vormittag eine Tafel Schokolade gegeben. Und dann habe ich sie mal, weil sie sagte, sie trinkt zum Frühstück, trinkt sie keinen Kaffee, eher Sodas und so ein Zeug. Und dann habe ich die so hinterm Rücken gehabt. Und dann sage ich so, wie sieht das aus mit Schokolade? Magst du Schokolade? Und dann sagt sie, oh, Schokolade finden sie voll geil. Und dann sage ich, oh, da habe ich genau das Richtige aus Schweden. Sage ich, original schwedische Schokolade aus Europa. Aber nicht alleine essen, die 250 Gramm. Ich habe hier die King Size mitgenommen. Das mache ich immer so, sowas mache ich immer generell, dass ich solche Sachen aus Europa immer mitnehme. Weil das kennen die Amis nicht, ne? Vernünftige Schokolade. Die einzige Schokolade, die sie kennen, ist Hershey. Und ja, so ein Zeug hier. Ne? Schaut mal, da habe ich mir noch hier so Hershey-Schokolade, KitKat,
da drin Jesus und All, wie heißt das? Almond Joy? Joy. Almond Joy, Joy, Peanut Butter, Cups und Hershey Milchschokolade. Diese vier Sorten sind da drin. Im 30er Snack Size, in der 30er Snack Size Package. Ja, durch Anja vom letzten September, Oktober, wo wir zu Halloween hier waren, hat die sich auch sowas geholt, so ein Mischpaket. Und da waren wir die ganze Zeit, wo wir mit dem Auto unterwegs waren, waren wir da morgen und futtern wir die Großen. Und haben da Bounty und alles Mögliche hier, Snickers weggenascht. Und da habe ich mir jetzt auch nochmal so ein Pack geholt. Frühstücken war ich heute. Habe wieder unterwegs genascht. Aber Armbrot habe ich mir heute geschenkt. Weil, guckt euch mal meine Plauze an. Also das geht gar nicht. Ne? Also ich bin ja hier nur am Futtern. Und nur die Menge in mich rein. Also ich hau mir hier Kalorien rein. Das geht gar nicht. Und da habe ich gesagt, jetzt schiebe ich mal. Ne? Also heute Abend. Außer Bier gibt es mal nichts zu essen. Damit meine Plauze nicht explodiert. Ne? Also ich habe richtig hier so einen Ranzen gekriegt. Seht ihr das? Ja, das muss ja auch noch ordentlich sein, dass das noch mehr wird. Ne? Deswegen, nein. Heute Abend mache ich mal gar nichts. Mache ich mal Fasten sozusagen. Ja, meine Datenrettung läuft noch. Und ich dampf noch. Ich muss gleich mal auffüllen hier. Ja, habe ich auch schon wieder weggequalmt. Ne? Guck mal. Habe ich bei Pink Spot Webers, habe ich das Ding wieder voll gemacht. Auch schon wieder fast nichts dran. So, und dann mache ich nochmal Schontag. Gehe früh ins Bett. Schon meine ledierten Füßchen. Werde morgen nochmal Tabletten nehmen. Vielleicht noch zwei oder drei Tage, auch wenn das nicht mehr wehtut. So rein prophylaktisch. Nochmal die Restentzündung sozusagen rausspülen. Und ja, dann kann es losgehen. Puh, ja, mein Bett. Ja, falls irgendwelche Frauen dieses Video gucken und mit mir hier zusammen liegen wollen. Also mit drei Mann kann man da gut drin rumlümmeln. Ne? Also natürlich nur gut aussehen, ne? Ist ja klar, ne? Weil da würde ich mich dann in die Mitte legen und die Mädels können rechts und links liegen. Und dann können wir zusammen dampfen. Ja, nicht nur dampfen, auch andere Sachen machen. So, Freunde, genug videorisiert. Also heute habe ich den ganzen Tag Videos gemacht, ne? Ist ja verrückt. So, kann man hier noch irgendwas sehen, hier, wenn ich hier raushalte? Nee, ne? Ja, man kann die Spiegelung sehen. Und mich. Im Glas. Ja, sonst habe ich auch weiter nichts zu erzählen. Sag ich tschüss. Tschüss.